Ja, seid mir gegrüßt. Willkommen zum Retro News Flash, mittlerweile die 7. Folge. Auch heute wieder mit 4 Themen aus dem Bereich C64 Amiga. Viel Spaß! Ja, den Anfang für heute macht Squares. Wer also Lust hat auf ein anderes als die üblichen Genres, der schaut sich gerne mal das endlose Top-Down-Arcade-Spiel Squares an von LA1N.ch. Neues Commodore-Spiel, das im Zusammenhang mit dem CH Ludens Forschungsprojekt entstanden ist. Das CH Ludens Forschungsprojekt ist ein Projekt aus der Schweiz und das Projekt beschäftigt sich mit den Schweizer Videospielen in der Zeit von 1970 bis 2000 und da entstanden also insgesamt ca. 200 Spiele und 40 davon sind also für Amiga und Co. veröffentlicht worden. Das Spiel wurde also als Forschungsspiel beschrieben, das der Frage nachgeht, warum gab es in der Heimcomputer-Ära nicht mehr abstrakte Spiele? Die Antwort ist natürlich, naja, warum sollte man ein abstraktes Spiel machen, wenn man so viele Farben und so eine hohe Auflösung hat? Interessanterweise ging die Kunst der 70er Jahre in die andere Richtung. Das Unterhaltungsmedium Spiel hingegen ging mit seiner Entwicklung eigentlich mit Riesenschritten in Richtung Hyperrealismus. Eine zweite Antwort darauf wäre, dass es einfacher ist, ein Spiel mit einer nachvollziehbaren Umgebung zu spielen, anstatt ein visuell abstraktes Spiel zu erschaffen. Ja, dazu habe ich in den letzten Wochen auch an mehreren Stellen und in einem recht umfangreichen Thread im Forum 64 was dazu gelesen, dass sich also auch mit diesem Themenbereich beschäftigt hat. Wer also hier im Forum 64 aktiv ist, der sollte vielleicht, wenn ihr das interessiert, mal darauf suchen und sich da dann weiter einlesen. Ja, Squares selbst ist ein Demake des Flash-Spiels Squares 2 von 2010. Es ist ein Actionspiel und wird mit der Maus gespielt. Und das Spiel ist visuell sehr, sehr abstrakt. Es geht um Rechtecke. Der Spieler muss also versuchen, mit der Maus graue Rechtecke aufzusammeln und muss versuchen, den gelben Rechtecken eben ja, auszuweichen. Das Spiel hat also verschiedene Level. Das Spiel wird schneller, langsamer, die Gegner, oder was heißt die Gegner, also die Rechtecke werden schneller, langsamer. Und am Ende des Tages ist es aber eigentlich ein Spiel mit einer Endlosschleife. Wer also hier Interesse hat und sich das Ganze mal anschauen will, der Link zum Download ist also in der Videobeschreibung. Das Spiel kann kostenlos runtergeladen werden und steht als ADF-File zur Verfügung. Die Bohrinsel ist eines von mehreren Basic Adventures für den C64, die von dem Jürgen Popp entwickelt wurden, auch bekannt als Popeye im Forum 64. Ja, er hat das Spiel also selbst entwickelt und programmiert mit viel Liebe zum Detail, einem ordentlichen Parser und einer guten Story, machen also die Spiele sehr viel Spaß. Er hat dabei in relativ kurzer Zeit drei dieser Adventures veröffentlicht. Im Einzelnen sind das also hier die Polarstation für C64 und C128. Dabei geht es also darum, dass man mit dem Flugzeug in der Nähe einer alten Polarstation abgestürzt ist und man muss also hier einen Weg aus der arktischen Hölle herausfinden. Dann hat er den Wildkatzberg programmiert. Das ist also eine Story, da geht es um eine alte Frau, die in der Wanderregion des Wildkatzbergs ihren Ring vermisst. Ja, und welch Glück, dass er dort
weilende Spieler ihr helfen kann. Das neueste Projekt ist die Bohrinsel und da geht es also darum, du vertrittst deinen erkrankten Kollegen auf einer Bohrinsel in der Nordsee. Gleich an deinem ersten Arbeitstag gibt es ein Gasleck, das du verschließen musst, um so eine Explosion der Bohrinsel zu verhindern. Ja, dabei sind also die einzelnen Spiele gut spielbar für alle. Das heißt also für Anfänger wie auch für Profis. Die einzelne Spieldauer ist dabei natürlich sehr abhängig davon, ob man solche Adventures eben schon mehrmals oder öfters gespielt hat oder eben nicht. Und in der Regel ist die Spieldauer jetzt sehr überschaubar, von 30 Minuten bis vielleicht zu einer Stunde. Und naja, warum stelle ich das Spiel oder warum stelle ich die Spiele an dieser Stelle überhaupt vor? Nun, ich stehe auf dem Standpunkt, dass alles, was heute noch für den C64 oder den Amiga entwickelt wird, sollte also generell auch irgendwo Erwähnung finden. Und da die Leute, die das also programmieren, das in der Regel in ihrer Freizeit machen und ohne eine Gewinnerzielungsabsicht, sollte dem auch Rechnung getragen werden. Und was bietet sich da besser an, als das im Rahmen von solch einem Retro-News-Blech also auch dann dementsprechend zu würdigen. Ich persönlich kenne den Jürgen Popp jetzt nicht, aber das, was er also hier gemacht hat, ist also wirklich toll. Und ich freue mich also auch, wenn er noch weitere Adventures entwickelt und dann wieder der Community zur Verfügung stellt. Der Download des Spiels Die Bohrinsel ist momentan nur auf dem Forum 64 möglich. Es wird es wohl aber auch bald auf ifwitz.de geben. Ich hatte da mit dem Jürgen schon gesprochen, er hat das also auch schon veranlasst. Und wer generell vielleicht hier auch Interesse hat, vielleicht mit dem Entwickler mal zu interagieren, weil einen das Thema ja selber interessiert oder man vielleicht gern selber mal ein Basic-Programm schreiben würde, der kann das natürlich tun. Da sei jedem also hier das Forum 64 ans Herz gelegt. Einfach kostenlos registrieren und dann kann es auch da schon losgehen. Ja, willkommen zu Elevator Action am Amiga mit dem neuen Konvertierungsupdate vom JCD. Und sein Team hat das Spiel nun die finale ECS-Version als Veröffentlichung erreicht. Zuvor wurde das Spiel ja für AGA-Computer veröffentlicht. Und naja, Elevator Action ist ein Spiel, das ursprünglich 1983 in den Spielhallen veröffentlicht wurde. Und ja, im Grunde ist man so eine Art Spion, der also Gebäude infiltrieren muss. Und das Ganze spielt also, wie der Name schon sagt, in einem Aufzug bzw. in Gebäuden mit Aufzügen. Und man muss also hier die roten Türen öffnen, um irgendwelche geheimen Dokumente an sich zu nehmen. Und am Ende des Tages versucht man also den Gegnern dort auszuweichen und mit dem Fahrstuhl bzw. dann mit Rolltreppen bis ins Untergeschoss zu gelangen, wo also ein Auto in der Nähe des Kellers also auf einen wartet und einen dann einsammelt. Wer also hier das Ganze noch nicht gehört hat bzw. noch nicht gesehen hat, sich also dafür interessiert, der sollte auf jeden Fall auf der Entwicklerseite vorbeischauen und ja, nicht vergessen, auch dem Entwickler dann mal eine kleine Spende zukommen lassen. Ja, Mushroom That Grows in the Woods, unser letzter Titel für heute. Hinter diesem Titel verbirgt sich ein neues Retro-Spiel für den C64, inspiriert von Pac-Man und seinen vielen Labyrinth-Fresser-Klonen, die wir also in den 80er und 90er Jahren spielen durften. Das Spiel hat sich auch in einer anderen
Reihe anderer alter Arcade- und Logik-Spiele inspirieren lassen. Ziel des Spiels ist es, in jedem Level alle Pilze einzusammeln und dabei Fallen und Wächtern dementsprechend auszuweichen. In dieser Version gibt es insgesamt 32 Level, von denen jedes anders und herausfordernder ist als das vorherige. Und wie zu erwarten, bringt jede erfolgreiche Aktion, also die Pilze sammeln bzw. die Feinde töten, eine Belohnung in Form von Punkten. Die Kompatibilität. Ja, das Spiel wurde also ursprünglich auf einem echten C64 mit Turbo Macro Pro Assembler entwickelt. Später wurde die Arbeit auf einem Windows PC mit TMPX Cross Assembler übertragen und wurde also da auch jetzt hier weiter entwickelt. Das Spiel lief aber oder läuft auf einem normalen PAL C64 und allen möglichen emulierten Systemen unter Windows und Linux. Vor allem eben sind die Emulatoren CCS64 und der Weiß getestet worden. Von daher sollte also das Ganze ohne Probleme auf einem normalen C64 laufen, sowie eben, wie beschrieben, auf den gängigen Emulatoren. Ja, die Spieleigenschaften, die habe ich mir jetzt hier mal kurz angeschaut. Es gibt also hochauflösende Charaktergrafik, 32 Levels mit Belohnungen, Hindernissen und Fallen, ein einzigartiger Code für jeden Level, also das ermöglicht einem dann auch den entsprechenden Spielstand, da jetzt mal in Anführungszeichen, zu speichern. Verschiedene Gegner, die in ihrem Aussehen, ihrer Bewegung und ihrem allgemeinen Verhalten alle unterschiedlich sind. Arcade-Herausforderungen und logische Probleme, die es eben zu lösen gilt, wie man das also so von dieser Art von Spielen kennt. Es gibt Türen, Schlüssel, Fallen, Bomben, Waffen, Teleportationsportale und mehr. Und es gibt sogar noch ein Tool für zufällig generierte Einzellevel, also nachdem man quasi die 32 Level durchgespielt hat, kann man sich dann hier noch Einzellevel erstellen lassen. Ja, und es gibt auch noch eine Highscore-Liste. Wem also diese Art von Spielen zusagt, der sollte hier auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Ich fand es also sehr unterhaltsam und ja, auf jeden Fall spielenswert. Ja, und das war es dann auch schon wieder für den Retro News Flash Nummer 7. Ich hoffe, euch hat es gefallen und würde mich dementsprechend über Kommentare unter dem YouTube-Video freuen. Das wird mir dann auch dazu verhelfen, mich selber zu verbessern bzw. auf einzelne Argumente einzugehen. Vielleicht hat auch jemand was, das er gern selber vorstellen möchte. Der kann mich also auf jeden Fall gern ansprechen. Ansonsten würde ich mich von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.